Dieser Trailer hat hunderttausende Fans ordentlich hops genommen. Warum? Das seht ihr unter anderem noch. Die Leaks häuften sich, die Gerüchteküche brodelte gerade nur so und jetzt ist es endlich soweit. Der erste Teaser zum Nachfolger vom Erfolgsgame Jedi Fallen Order ist da. Der Nachfolger ist exklusiv für Next-Gen-Konsolen plus PC und ist für 2023 angesetzt mit dem Namen Jedi Survivor. Es gibt Gerüchte, dass es wohl Februar oder März werden soll. Jedenfalls, der Teaser ist ziemlich gut darin, die Fans mit ordentlich Fragen zurückzulassen und tatsächlich gab es auch unter anderem ordentlich Diskussionen bisher darüber, wer denn dieser schicke Herr hier ist oder dieser hier oder dieser hier. Ein nach dem anderen werden wir uns anschauen und gewisse Missverständnisse beiseite räumen. Halt vor allem bei dem Burschen hier haben einige etwas Wichtiges verwechselt, da er ja von einer gewissen Spezies ist. Wir gehen das Ganze aber mal einigermaßen chronologisch durch, also kommen wir dazu gleich. So Freunde, es ist jetzt, warte mal, wie viel? 4.31 Uhr. Tja, was man nicht alles macht, um die Leute am Laufen zu halten, du, auf dem Laufenden. Ach, ich kann nicht mal mehr reden, Alter. Jedenfalls, check den Link ab, dort gibt's PlayStation-Guthaben, Xbox-Guthaben, Jedi Fallen Order, Lego Star Wars, alles massig vergünstigt und so viel mehr. Also, es lohnt sich, checkt's ab. Super! Im ersten Shot, da sehen wir erstmal ein paar Sturmtruppen, die wahrscheinlich in einem imperialen Gebäude in Coruscant im Gleichschritt unterwegs sind. So, dann haben wir hier als nächstes einen Bacta-Tank, wie es scheint. Wer da drin ist, das sehen wir gleich noch. Dann sehen wir die Firmen, die hinter dem Projekt stehen und es sind dieselben logischerweise wie bei Fallen Order. Und während da dieser Pawaner spricht, zu dem wir gleich kommen, mit den Worten "Sag mir", sehen wir das Schiff, in dem Cal mit seiner Crew unterwegs war in Fallen Order, die Stinger Mantis. Und ja, es ist in einem eher suboptimalen Zustand, würde ich sagen. Auf welchem Planeten, das lässt sich leider nicht feststellen, also wenn ihr es wisst, gerne rein damit. Jedenfalls, der Pawaner sagt, warum sie anführen, Cal Kestis, wenn sie nicht folgen werden. So, und der Sprecher ist, wie gesagt, denke ich, eben der Pawaner, den wir jetzt hier im Büro sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Er kriegt gerade Besuch von Sturmtrupplern, die Gepäck mit haben, mit einem imperialen Logo drauf. Der Planet, auf dem sie sich befinden, ist Coruscant. Aber die Sache ist jetzt folgende. Viele haben jetzt im Fandom gesagt, das ist der Großinquisitor und das kann ich verstehen, denn es gibt ein paar Anhaltspunkte, die dafür sprechen. Einmal findet der ganze Bums 5 Jahre nach den Geschehnissen vom Vorgänger statt, also praktisch während der Kenobi-Serie. Und dann gab es ja sowieso schon ordentlich Gerüchte, dass Cal Kestis in der Kenobi-Serie vorkommt. Aber als ich diesen Albino gesehen habe, dachte ich jetzt gar nicht daran, dass das der Inquisitor ist. Bis ich in die Kommentare des Trailers geschaut habe, wo das dann einfach so angenommen wurde. Und diese Kommentare hatten auch richtig viele Likes, dann habe ich mich selber angezweifelt. Und ich dachte mir aber auch, das passt doch dann gar nicht. Also erstmal sieht er in Rebels so aus, dann sieht er in Kenobi so aus. Und dann sieht er in Jedi Survivor so aus. Also sieht er älter aus als in Rebels. Was nach Jedi Survivor stattfindet. Das ergibt keinen Sinn und die letztendliche Bestätigung für meinen Verdacht, dass das alles Bullshit ist, hat dann die Star Wars Webseite selbst geliefert. Nämlich wurde diesem Bild hier im Artikel folgende Caption hinzugefügt: Ein imperialer Senator macht einen gefährlichen Deal auf Coruscant. Ja, das erklärt einiges, denn dieser Typ hat auch nicht so gewirkt, als wäre er jetzt der Mann für die Drecksarbeit, was Inquisitoren in gewisser Weise ja schon sind. Der Großinquisitor vielleicht etwas weniger, aber dieser Büro-Albino wirkte auf mich jedenfalls nicht so, als würde er selber Hand anlegen. Und somit kann man sich quasi sicher sein, dass er auch nicht der Typ mit dem roten Lichtschwert unter der Kapuze im Kampf gegen Cal ist. In diesem Close-Up vom Senator öffnet er gerade die Truhe, die er erhalten hat von den Sturmtrupplern und in dieser Truhe ist Cals Lichtschwert. Während quasi ständig Shots abgewechselt werden hintereinander, also einmal ein Shot auf den Albino-Senator, dann der Kampf zwischen Cal und dem mysteriösen Kämpfer mit dem roten Lichtschwert und dann ist da jemand im Bacta-Tank und währenddessen sagt er, warum kämpfen, wenn du nicht gewinnen kannst? Also das richtet sich dann an Cal Kestis. Und jetzt ist aber die Frage, nachdem wir geklärt haben, wer der Albino mit den schönen Fingernägeln ist, wer ist denn der Typ unter der Kapuze, der da zu Cal kommt und sagt, hier hört der Spaß auf und ihn einfach entwaffnet? Nun ja, also wenn wir mal so stoppen, dann sehen wir die Rüstung oder die Klamotten, sehen jetzt nicht gerade Inquisitor-mäßig aus. Aber die Frage ist ja auch,
Wer soll das denn großartig sein? Denn in dieser Zeit sollte es ja jetzt nicht allzu krasse dunkle Machtnutzer geben, abgesehen von Darth Vader und Palpatine. Und darunter halt die ganzen Inquisitoren und Darth Maul, der das sicherlich nicht ist. Manche glauben zum Beispiel, dass das Starkiller ist. Komischerweise wird das bei dem Typen im Tank auch gesagt, aber halt vor allem bei dem mit dem roten Lichtschwert. Aber ich glaube persönlich nicht, dass der Bums jetzt Kanon gemacht wird, beziehungsweise eigentlich nur Starkiller in dem Fall Kanon gemacht werden würde, aber trotzdem, denn dann darfst du halt bei so einem mächtigen Machtnutzer auch erstmal erklären, wie der verreckt und ja, das fände ich jetzt persönlich nicht so kreativ und auch eher unwahrscheinlich, dass diese jetzt plötzlich noch damit ankommen in einer Story, die ganz anders ist als das, was wir in Legends haben, also fände ich ziemlich deplatziert. Manche sagen sogar, dass der im Bacta-Tank derselbe ist wie der im Kampf, denn der kämpft da im kurzen Ausschnitt mit einer Hand und dem Typen im Bacta fehlt auch ein Arm, doch das ist, finde ich, ebenfalls eher ein schwacher Hinweis und vom Körper würde es halt auch nicht passen, also da müsste schon ordentlich Zeit dazwischen sein, dass der im Bacta zudem mit dem roten Lichtschwert wird oder umgekehrt, aber selbst das würde es nicht wirklich erklären, also bin ich mir quasi sicher, dass es nicht so ist. Von der Kleidung her hat mich dieser Machtnutzer, ich gehe mal davon aus, dass es ein Machtnutzer ist, auch ein bisschen an die Nachtschwestern erinnert. Aber es kann halt auch einfach gut sein, dass es ein neuer Charakter ist. Dann kriegen wir alle erst später die ganzen Erklärungen. Zum Typen im Bacta-Tank kann man noch sagen, dass der scheinbar schon ziemlich lange darin schwebt. Denn wenn man mal schaut, wie so die Umgebung aussieht, der Ort ist auf jeden Fall verlassen und das hat manche Fans dazu veranlasst, zu vermuten, dass er womöglich sich vor der Order 66 versteckt hat und deswegen darin ist. Aber er sieht ja eher so aus, als ob er dort reinging, weil er halt verletzt war, was diese Option also auch wieder eher unwahrscheinlich macht. Alternativ sagen manche, dass er der Survivor ist, also auf Deutsch der Überlebende, wie im Titel, also die Order 66 überlebt hat und dort drin geblieben ist. Das Thema Klon ist ja auch viel erwähnt worden, also dass das zum Beispiel ein Klon von Malekos sein könnte. Doch dann wäre das, wenn dann eine jüngere Version, ziemlich missraten und mit grauen Haaren, das würde ebenfalls wenig Sinn ergeben. Ebenfalls interessant ist aber auch das, was der Leiter von dem Game, also Stig Asmussen, noch zum Teaser zu sagen hat, nämlich, dass das so die dunkelste Zeit gerade in der Galaxis ist und dass Cal und seine Crew alles tun, um zu überleben und somit auch mit zwielichtigen Persönlichkeiten zusammenarbeiten, was man laut ihm im Teaser sehen kann, zumindest in Bezug auf Cal. Ja, und das ist interessant, denn wenn er das nicht so gesagt hätte, dann wäre ich nie drauf gekommen, dass das das ist, was man sieht. Und ich glaube, den meisten ist es genauso. Aber wenn wir diese Aussage mal als Anhaltspunkt nehmen, dann kann es ja sein, dass er sein Lichtschwert in diesem Zweikampf verliert. Dann landet es bei diesem Senator und dann fragt dieser ja, was ist dein nächster Move, Jedi? Und dann sehen wir diese Person im Bacta-Tank als nächsten Shot im Teaser. Und vielleicht bedeutet das ja, dass Cal sich mit dieser Person zusammenschließt, weil er sein Lichtschwert zurückergattern muss und oder sonstige Ziele erreichen muss. Und da ist er halt auf Hilfe angewiesen. So würde ich das jetzt spontan und grob deuten, wenn ich lese, dass er da zwielichtige Connections macht aus Verzweiflung. Wenn ihr auch auf zwielichtige Connections steht, Freunde, dann ist dieses Video hier genau das Richtige für euch. Es geht unter anderem um eine künftige Connection zwischen Star Wars und Game of Thrones. Was es damit auf sich hat und noch viel mehr, gibt's nur einen Klick entfernt im Abspann.